Hallo, Hallo, Andreas. Andrea. So, meine Süße, siehst du dich denn aus? Gehst du in deine Küche, machst dir was zu Abendbrot? Papa zieht sich auch schnell aus. Und Ich dann habe machen wir fertig. vor. Zieh dich aus. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hallo. Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Halt, stopp! 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 Sonst kriegst du gar keinen auf die Schnauze! Nein, jetzt hältst du deine Schnauze! Du Oberticker! Nee. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist! Und es wird sich hier nichts ändern! Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist! Es wird sich hier kein bisschen ändern! Also tut mir leid, aber mit so einem Psychopathen kann ich hier keinen Frauentausch machen. Von der hochnäsigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Die kann von morgens bis abends irgendwas predigen. Da geht er hin, der Typ, mit seinem rückwärts fliegenden Flugzeug, was endlich repariert worden ist. Die Indianer haben ihn, nachdem Psycho Andreas erstmal richtig mit dem gebieft hat, in Ruhe gelassen. Und somit gibt es nie wieder das schlechteste Musikvideo der Welt auf diesem Kanal. Es sei denn, sein Flugzeug stürzt wieder ab, aber das ist dann sein Pech. Allerdings wird Psycho Andreas alles versuchen, um ihn zu verteidigen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ja... Ich muss es jetzt einfach mal so machen, es ist jetzt nur deswegen so kurz, weil, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht so kurz, vielleicht habe ich etwas gemacht, ja, kann sein, naja, wie auch immer. Ich habe das Video jetzt einfach nur deswegen gemacht, weil ich jetzt irgendwie keine Lust hatte zu Let's Playen, deswegen dennoch etwas gebraucht habe. Morgen ist übrigens das Finale Marcel Labes gegen Thorsten Booms. Der Gewinner bekommt eigentlich geplant, ist eigentlich nichts, aber vielleicht bekommt er seinen Poop am Freitag auf seinen Kanal, seinen eigenen Poop. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, lasst euch einfach bis zum Freitag überraschen und ich sag tschüss und ciao.